Überlegen Sie, was Sie tun. Ich warne Sie. Großsegel setzen! Nein, Sir, nein! Wollen Sie sich mir widersetzen, Mr. Starbuck? Merken Sie sich eins. Es gibt nur einen Gott, der die Welt regiert. Und nur einen Kapitän, der hier an Bord befiehlt. Ein Wal kann das stärkste Schiff zerschmettern, die Mannschaft verschlingen und die Spiere als Zahnstocher benutzen. Glaub mir, Junge. Wenn der liebe Gott ein Fisch werden wollte, dann würde er sich dafür nur einen Wal aussuchen. Seht ihn euch an, Männer. Ran, Leute! Ihm nach! Moin Moin meine lieben Videofreunde und ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, heute bei diesem schönen Wetter habe ich mir mal gedacht, Mensch, da gehst du mal auf den Balkon und machst mal das Unboxing da. Naja, in dem Sinne ist es ja kein Unboxing, ich habe es ja schon aus dem Karton geholt. Ist ja quasi eine Vorstellung von dem Mediabook, was ich euch gleich kurz hier einmal in die Kamera zeigen. Also hier haben wir das schöne Mediabook von Moby Dick. Ist jetzt wohl erstmalig auf Blu-ray erschienen, aber das gucken wir uns gleich alles ganz genau an. Dazu wechsle ich dann gleich die Kameraperspektive und dann schauen wir uns das prima Mediabook mal an. Ja, warum habe ich mir Moby Dick im Mediabook geholt? Ich möchte zumindest, soweit es irgendwie möglich ist, meine Lieblingsfilme in einer sehr schönen Edition in meiner Sammlung haben. Und da gehört Moby Dick nun einmal mit dazu. Den habe ich schon seit meiner Kindheit so oft damals im Fernsehen gesehen. Und als ich dann meinen eigenen Videorekorder habe ich ihn mir sogar auf VHS-Kassette damals aufgenommen und habe mir immer wieder angeguckt. Entweder in den Wintermonaten oder auch mal so, wie mir das gerade in den Sinn kam. Ich habe den jetzt schon länger nicht gesehen und werde mal wieder langsam Zeit. Ich denke mal, es geht euch ähnlich, dass ihr Filme, die ihr besonders gerne habt und öfters gerne schaut, auch in einer sehr schönen Aufmachung und Edition in eure Sammlung holen. Und so geht mir das im Moment auch. Es muss nicht mehr diese Masse sein, die es vorher war. Ha, Filme kaufen. Guckst du einmal, hängt dann im Schrank rum, fliegt dann irgendwann nach ein oder zwei Jahren raus und ja, das macht dann einfach keinen Sinn mehr. Blindkäufe mache ich eh schon nicht mehr. Nur noch das, was kommt. Und durch Corona jetzt kommen jetzt so viele geile Filme im Mediabook auf den Markt. Einfach geil. Das ist doch ein cooles Feature. Ne, du hast was in der Hand, du kannst über den Film kannst du noch was nachlesen und ja, macht sich doch gut in der Sammlung. Ja. Leider gibt es nur ein Exemplar, also quasi nur dies im Mediabook, keine anderen Cover oder so. Aber das finde ich gar nicht weiter schlimm.
Ja, wie gesagt, ich werde jetzt das gleich einmal die Perspektive wechseln und dann schauen wir uns das Mediabook mal von innen an. Bis gleich. So, jetzt haben wir das Mediabook hier vor uns liegen. Ich habe jetzt so ein Mikrofasertuch mir da untergelegt, weil ich das besser finde als auf diesem nackten Tisch. Und so wird auch ein bisschen geschont und ja, wird nicht schmutzig, obwohl ich den Tisch zwar abgewischt habe, aber so ist es doch besser. Ja, hier haben wir das Mediabook vor uns liegen. Finde ich richtig schön auf alt getrimmt. Ich weiß gar nicht, ob das auch noch mal so als Kinoplakat irgendwo gewesen ist, aber ich kann mir gut vorstellen, ja, ihr braucht keine Angst haben, diese FSK-Flatschen hier vorne ist auf der Folie aufgedruckt oder vielmehr aufgeklebt. Und ja, wir haben hier Gregor Peck, dann haben wir hier noch ein paar andere Technikolon und ja, finde ich von der Aufmachung richtig gut, so schön gezeichnet. Das gefällt. Na, hier haben wir dann halt eben das Spine. Na, hier oben haben wir dann das Blue Whale Logo Moby Dick. Dann das MGM Bestellnummer und DVD Logo. Hinten haben wir dann die anderen technischen Daten. Ja, kurze Geschichte zu dem Film. Ja, hier steht auch, dass erstmalig in Deutschland auf Blu-ray erhältlich. Ein paar Szenenbilder. Dann haben wir hier Extras und Bonus Blu-ray. Dann werde ich das mal kurz auspacken. Ist mein Tuch hier verrutscht. So. So, da haben wir das Mediabook dann wieder vor uns. Ja, finde ich richtig gelungen. Wir haben hier so eine leichte, raue Oberfläche. Keine glatte, auch kein Glanz oder so. Das passt richtig gut zum Film, wie ich finde. Also richtig, richtig gut. Ja. Hier haben wir dann nochmal den Backpaper. Mal gucken. Ja, der ist nur hinten drauf gelegt. Ist ein richtig schöner fester Karton. Ja. Und ja, das ist da auch mal ein geiles Artwork hier. Da haben wir den weißen Wal, wie er gerade das Fangboot in zwei Hälften zerteilt hat. Ne? Gregor Peck in Moby Dick. Keine lästigen anderen Sachen obendrauf. Wir haben hier lediglich nur hier unten ein paar kleine Quellen drauf gedruckt, aber das macht gar nichts. Hat auch so einen kleinen, ja, ist auch von hinten, fühlt sich richtig gut an. Ja, dann gucken wir mal in das Mediabook hinein. Hier haben wir dann die erste Disc. Hier haben wir die Blu-ray. Ist auch optimal ausreichend. Ist auch kein gedruckt, das ist gezeichnet. Ja, das gefällt mir richtig gut. Noch nicht so überladen mit irgendwelchen anderen Credits. Das gefällt mir richtig gut. Hier haben wir dann die zweite Disc. Den Film auf Blu-ray. Nee, gar nicht wahr. Auf DVD in Dolby Audio. Ne? Das, den FSK 12 Flatsch und ein bisschen hier unten. Aber das ist so klein, das fällt gar nicht auf. Das ist auch alles gezeichnet hier. Das gefällt auch. Ja, da gibt es nicht viel zu sehen so. Der Hintergrund halt eben blaues Wasser. Aber das passt gut zusammen.
Also wenn ihr, ich nehme sie nochmal raus. Wenn ihr so seht, ist das ein durchgängiges Motiv. Also, ne, das gefällt mir richtig gut. Das hat doch Art. So. Auch das Papier ist richtig, fühlt sich richtig hochwertig an. Ja, so. Ein zeitloser Klassiker. Ja, also wunderbar. Hier wurde so ein gezeichneter Wal mit den Harpunen in seinem Rücken. Auch so leicht gelblich gehalten, das Papier, das finde ich richtig gut. Moby Dick als Hollywood Lebensgeschichte, ja, das hat doch auch was. Das ist gleich ganz am Anfang, jeder, der den Film schon mal gesehen hat, kann sich bestimmt an diese Szene dran erinnern. Das ist ja gleich Anfang des Films. Aber Moby Dick sollte eigentlich jeder kennen. Zumindest die älteren Zuschauer unter euch kennen Moby Dick garantiert. Hier auch wieder. Sehr schön. Quebec. Er ist cool. Er ist cool. Er hat ihn auch damals richtig gut wiedergegeben. Ich habe das da damals Moby Dick als Hörspielkassette gehabt, habe ich mal zum Nikolaus gekriegt als Kind. Fand ich richtig großartig. Ja, als Zeichentrickfilm habe ich Moby Dick gesehen. Also ich habe eigentlich Moby Dick in allen Varianten gesehen, die es gibt. Auch die Neuverfilmung mit Patrick Stewart ist auch gut. Auch Seele der See, hier ist auch wieder ein schönes Bild. Das ist also vor allen Dingen, wenn ihr überlegt, Leute, das Mediabook zu dem Preis für 25 Euro. Ey, das ist top. Ja, da Gregor Peck, ein Captain Ahab, wider Willen. Nur Ahab ist Ahab. Er hat den auch so geil gespielt. Ja. Alleine, wenn man so bedenkt, wann er das erste Mal in dem Film auftaucht, also Spannung pur. Das ist einfach ein zeitloser Klassiker, den man sich immer und immer wieder angucken kann, und er wird einfach nicht langweilig. Ist ja. Das werde ich mir mal in einer stillen Stunde hier alles ganz in Ruhe mal so durchlesen und sehr viele Hintergrundinformationen. Da sind wir schon bei Seite 21. Ja, hier sind wir mal die Quellen. Das 23 Seiten. Hier haben wir dann nochmal eins. Ja, auch das ist ein absolut geiles Bild. Hier haben wir so ein paar Credits, die ganzen Schauspieler etc. Hier haben wir dann nochmal Gregor Peck als Captain Ahab. Auch das Bild. Ich nehme die mal raus, die Blu-ray, die Bonus-Disc.
haben wir ein durchgängiges Bild. Und selbst auf der Dist, wenn wir die wieder einlegen, da sind auch wirklich nur das Notwendigste. Es ist nur das Notwendigste auf der Disc, was auch echt drauf sein soll. Oben sind ein paar Credits, dann haben wir hier im Cape Light Bonus, Blu-ray, FSK 12 und dann unten das Blu-ray-Logo und dann noch ein bisschen was. Aber ansonsten ist das A1, ne? Das passt dann zu dem Bild, wenn man denn die Blu-ray dann so einlegt, so dass es dann passt. So. Haben wir ein durchgängiges Bild wieder, was sich auf der, ne, was fortgeführt wird auf der Disc, und das ist optimal. Sowas müsste es einfach mehrfach geben, öfters, ne? Bräuchten Mediabücher gar nicht kosten, also um den Preis so zwischen 25 und 30 Euro das langt, und wenn man sich heutzutage einige anguckt, was sie kosten. Das war's kurz. Ich werde jetzt einmal die Kameraposition wieder tauschen und sag noch ein paar Worte. Bis gleich. Ja, liebe Leute, das war die Vorstellung vom Mediabook Moby Dick. Ich finde das echt klasse gelungen. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung, wo ihr das Mediabook euch holen könnt. Und ja, dann wünsche ich euch beim Schauen nachher viel Spaß. Also ich bin völlig begeistert. Mensch, und verhaspel ich mir schon so vor Freude. Aber wie gesagt, das ist ein absolut geiler Film. Da kann man wirklich nicht meckern, und der Preis stimmt auch. Ich glaube, ich habe jetzt 24,95 Euro bezahlt oder sogar 99, und das ist ein Top-Mediabook. Ich habe mir noch das ein oder andere Mediabook oder Steelbook, kommt jetzt in den nächsten Monaten. Kommt noch was, kommt noch diesen Monat, sollte noch das Steelbook zu... Das Mediabook, nee, das ist das Steelbook zu dem Film Kong vs. King Kong kommt, habe ich mir vorbestellt, sollte jetzt irgendwie am 30.09. Release sein. Mal gucken, wann ich das bekomme. Und dann habe ich mir auch noch den Film Wonder Woman 1984 im Steelbook bestellt. Mir gefallen die Artworks, habe ich bei Saturn, kommt die jetzt am 30.09. Dann kommt auch noch demnächst, glaube ich schon nächste Woche, kommt noch ein richtig geiles Mediabook, ist das, glaube ich. Ja, es ist ein Mediabook, und zwar von American Werewolf in Paris, der erste Teil, in einem richtig geilen Artwork. Existieren auch nur 999 Stück und ist auch echt geil. Ja, was kommt noch? Ach, lasst euch ganz einfach überraschen, was alles noch so auf meinem Kanal jetzt in den nächsten Tagen und Monaten veröffentlicht wird. Es kommt einiges, ich habe auch einiges vorbestellt. Und ja, Leute, lasst es euch gut gehen, passt euch auf, bleibt gesund und tut nicht das, was ich nicht auch tun würde. Geht ins Kino mit Popcorn, Freunden, Frau, alleine, wie auch immer, und habt Spaß. Lasst euch den Spaß am Filme gucken nicht verderben. In diesem Sinne, ich sage recht herzlichen Dank an dieser Stelle, und Marco ist an dieser Stelle auch wieder raus. Vielen Dank fürs Zusehen.